Was ist Acne fulminans? Acne fulminans, AF, ist eine schwere, aber seltene Form der Hautkrankheit Akne, die nach der Plötzlichkeit ihres Auftretens und der Schwere der Auswirkungen benannt wird. Die Ursache von Acne fulminans wird gewöhnlich einem Bakterium zugeschrieben, das als Propionibacterium acnes bezeichnet wird. Dies sind Antigene, von denen einige Angehörige der Medizin glauben, dass sie das Immunsystem schwächen und dadurch die Entstehung von AF ermöglichen. Die Produktion oder Zunahme von Propionibacterium acnes ist häufig mit einem hohen Gehalt an anabolen Steroiden und Testosteron verbunden. In einigen Fällen kann es aus der erfolglosen Behandlung von Acne conglobate selbst entstehen. Andere Theorien zur Ausprägung der Krankheit sind genetische Faktoren und Infektionskrankheiten wie Masern. Acne fulminans können auch unabhängig von Krankheiten oder Faktoren auftreten. Neben Fieber, das bei Acne conglobata auftritt, ist Acne fulminans durch Polyarthritis oder Gelenkentzündung sowie Lymphknotenschwellungen im Bereich des Halses gekennzeichnet. Diese Anzeichen können die Bewegung, insbesondere der Gliedmassen und des Halses, sehr schmerzhaft und schwer ausführbar machen. Bei einigen Menschen treten möglicherweise Atembeschwerden sowie offene Wunden am Rumpf auf, die zu Narben und Infektionen neigen. In späteren Stadien leidet der Patient zusätzlich zu einer weiteren Verschlechterung der körperlichen Leistungsfähigkeit unter Gewicht, Appetit und Muskelschwund. AF tritt am häufigsten bei Männern im Alter zwischen 13 und 22 Jahren mit Akne in der Vorgeschichte auf. Acne fulminans ist in der Vergangenheit eine äußerst seltene Erkrankung. Nur 50 Fälle wurden innerhalb von 50 Jahren nach ihrer ersten Beschreibung gemeldet. Derzeit ist die häufigste Behandlung von AF eine kombinierte Verschreibung von oralen Steroiden und Isotretinoin. Auch medikamentöse Seifen wie Dermisil sind bei Patienten beliebt. Das Wiederauftreten von AF nach der Behandlung ist sehr selten. Die Entdeckung geht häufig auf das Jahr 1958 zurück, als ein Paar von Ärzten mit den Nachnamen Burns und Colville zusammen mit einem Teenager mit akutem Fieber und Acne conglobata, einer Hautkrankheit, an der Detroit Dermatological Society teilnahm. Die akute Fieberkrankheit ist hauptsächlich durch Fieber gekennzeichnet. Acne conglobata ist ein schwerer Fall von Akne, bei dem Komedonen oder Mitessa und Geschwüre zu den häufigsten Anzeichen gehören. Dies war das erste Mal, dass ein solcher Fall veröffentlicht wurde. Für eine Weile wurde die Kombination der beiden zuvor genannten Krankheiten als akute fieberhafte ulcerative Acne conglobata oder akute fieberhafte ulcerative Akne bezeichnet. Acne fulminans wurde jedoch schließlich aufgrund der vergleichsweise plötzlichen und schweren Natur der Krankheit von Acne conglobata unterschieden, was bedeutet, dass es fulminant ist. In der Tat leitet sich das Suffix fulminans von AF aus dem oben genannten Adjektiv ab.